Someone's Castle, Someone's Airship, Someone's dies, Someone's das. Wer ist eigentlich dieser Someone? Dieser Frage möchte ich heute auf den Grund gehen. Es existiert eine heiße Spur und sie führt uns in Someone's Escape Wood. Hier geht's los. Kein Troll-Level an sich, aber wichtige Troll-Lore. Deswegen versuche ich das mal zu lösen. Keine Ahnung, wie merkwürdig der Part werden wird. Wahrscheinlich ziemlich merkwürdig. Auf jeden Fall, ich habe mir das schon mal angeguckt. In jedem dieser vier Türen findet sich ein Levelcode, der auf ein weiteres Level verweist. Und in jedem davon bekommt man dann zwei Ziffern eines Passworts, eines Codes, den man dann hier anhand der Blöcke, die man zerstört, eingeben kann. Und wenn man es richtig macht, dann passiert was. Man kriegt den Schlüssel, nehme ich mal an. Kommt hier durch und erfährt, wer Someone ist. Ich hoffe, es ist nicht Rick Astley. Ich mache mich jetzt mal auf ins erste Level. Level, Letters Only nennt es sich. Da ist ein Kommentar. Vielleicht steht da die Lösung drin. Das wär's doch. I did a... Was hat er denn gemacht? Wer ist das überhaupt? Vielleicht ein alternativer Account. Aha, hier geht's zum Ziel. Das nützt mir herzlich wenig. Ich brauche zwei Ziffern. Blöcke, Blöcke und noch mehr Blöcke. Noch mehr Türen? Ich hoffe, die verweisen nicht auf vier weitere Level. Stellt euch das mal vor. Oha. Kann es sein, dass das ziemlich kompliziert wird? Ein normaler Block und sechs Eisblöcke. Oh mein Gott, was ist das denn? Ist das eine Rechenaufgabe? 7 mal C13? Oder ist das eine Klammer? Das ist eine Klammer. 7 mal 13 mal 13 mal 22. Das kann ich nicht im Kopf rechnen. Ich brauche einen Rechner. So, ich habe jetzt mal ein kleines Notepad da oben eingeblendet mit den vier Levelcodes und 1337 ist die Lösung dieses Raumes. Ist es vielleicht sogar wichtig, was die Blöcke sind von den Türen, unter denen ich mich befinde? Oh! Die Fragezeichenblöcke sind P plus F und A ist gleich 1. Und der letzte Raum sagt Uno Mas? Oh! Alles klar. Die roten Schalterblöcke sind also O. Okay. Rote Blöcke gleich O. Was ist denn hier noch? Ja, ist klar. Und das hier ist der Ausgang? So komme ich hier wieder raus? Nein, das ist noch ein zusätzlicher Hinweis. Drei Striche. Eisblöcke, der mittlere und der rechte und keiner. Um Gottes Willen. Was habe ich hier getan? Was soll da oben überhaupt rauskommen? Ist das hier vielleicht auch ein Hinweis? Also hier der mittlere Block von den dreien ist der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. X gleich 9. Das wäre so ein Troll-Insider. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ich weiß nicht, ob ich damit irgendwas anfangen kann. Und ist das Level überhaupt in sich lösbar? Das zweite Level hat die Antwort auf meine Frage. Hinweise zählen nur für die Level, in denen sie vorkommen. Also nichts Übergreifendes. Und das da oben ist auf jeden Fall ein Hinweis. Der Levelname schreibe ich mir mal auf. Act at go. Kann man das rückwärts lesen? Octe... The TC. Nö. Also gut, gucken wir mal rein.
Wieso hatten das nur 25% Abschlussrate? Kann man da etwa nicht direkt ans Ziel rennen? Offensichtlich nicht. Warte. Okay. Ich habe das Gefühl, ich bin hier noch eine ganze Weile beschäftigt. Was ist in der Tür? Da ist das Ziel. GG. Maulwurfregen. Bei solchen Rätselleveln habe ich eigentlich immer das Problem, dass ich zu viel reininterpretiere und mich auf irgendwelche Lösungsansätze konzentriere, die viel zu kompliziert sind. Was geht denn da oben ab? Schauen wir uns die Hinweise an. Aha. Da haben wir wieder Blöcke, Münzen, Fragezeichenblöcke. Das hier ist schon ein Minus, oder? Kein Bindestrich. Wer weiß, aber vielleicht soll da ja auch wieder nur ein... Es sind wieder jeweils drei Ziffern. Also es könnte auch ein Levelcode rauskommen. Vielleicht ist dann der Level... Hat dann die... Ich weiß nicht. Bisher macht das hier auf mich nicht den geringsten Sinn. Münze, Münze. You won. Ich glaube, man muss sich zu gut mit Trolllevel auskennen, um das hier lösen zu können. Bestimmt kam dieses Bild in irgendeinem Trolllevel mal vor. Und jetzt müsste ich mich dran erinnern, was anstelle dieser Münzen war. GG? GG, you won? Das wäre also hier dann ein G. Das ist herzlich wenig. Was ist das hier? Why? Ich weiß nicht. Das frage ich mich auch. Die Wolken? Okay, hier kann ich mir wenigstens mal was machen. Ja, wenn ich die jetzt alle anhalte... Hi. Wo bleiben die dann stehen? Aber die waren ja anfangs in einem Quadrat angeordnet, also das ist eigentlich auch nichts. Ich habe die Hoffnung, dass da dann irgendwas bei rauskommt. Oh Gott! Okay, es sind nur noch welche mit Pflanzen übrig, glaube ich. Also ist die Wolke K. Die Wolke ist K. Wolke gleich K. I ran out of. Da gab es verschiedene Sachen. Spikes. Hints. Ist das alles? Das T. Das Fragezeichenblöcke ist T. Das ist clever. Nein ist X und Yes ist das Häkchen. Also die roten Schalterblöcke sind X. Was sind die Notenblöcke? Count Goombas? Schaffe ich. Oh Gott. Nein, die geht jetzt alle down. Eins, zwei. Habe ich dafür unendlich Versuche, bitte? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Neun, zehn. Ich könnte auch einfach pausieren. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Was ist denn das hier? Was ist das?
Ich meine, was die roten Blöcke sind, weiß ich jetzt schon. X. Soll ich den einfach mal eingeben? Es ex... DGR! Das ist der Baumeistercode von DGR. Das sind die drei Buchstaben. Alles klar. Halleluja. DGR. Das heißt mit anderen Worten, P gleich D. Oh, vielleicht war das ja gemeint. P plus F im vorherigen Level. Vielleicht bezieht sich das auf den P-Block. Egal. Spike gleich G. Und wie nenne ich das? Donut. Donut gleich R. So, wie viel fehlen jetzt noch? Die Münzen habe ich noch nicht rausbekommen. Ach so, doch, GG. Ja, nehme ich das. Münze gleich G. Und diese Art von Blöcken. Da steht einfach nur Y. Was soll das bedeuten? Diesen Code, der jetzt ganz unten steht, bis auf den allerersten, den weiß ich nicht, was er bedeuten soll. W, H oder Y? Ich kann ja mal alles durchprobieren. Das existiert? YGTK9XRDG existiert. Ich glaube, das ist es. 1Q. Oder ist Q mit dem entsprechenden Wert aus dem Alphabet zu ersetzen? Das wäre aber eine ziemlich große Zahl. What? No! Ich weiß nicht, ob das jetzt... Nee, das kann kein riesiger Zufall sein, oder? Dass dieses Level jetzt hier zufällig existiert, das kann nicht sein. God, why? Das ist einfach nur ein Garbage. Das ist einfach nur ein Platzhalter-Level, oder? Um die zwei Buchstaben rüberbringen zu können. B28, ist das wichtig? 1Q, B28? Gehört das vielleicht dazu? Ich schreib's mal auf. 1Q, B28. Was auch immer das bedeuten mag. So, zurück im ersten Level. Jetzt habe ich ein besseres Verständnis dafür, wie die aufgebaut sind. Frag mich allerdings trotzdem immer noch, was da oben rauskommen soll, weil ein Levelcode ist es ja diesmal nicht. Wisst ihr, was lustig wäre? Wenn es ein Levelcode aus Mario Maker 1 wäre. Okay, was muss ich rausfinden? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich gehe erstmal ins dritte Level. Mathe. Nur Integrale zwischen 0 und 100? Bitte nicht. Bitte nicht. Weil dann ist hier Schluss. Ich kann das nicht. Kann das nicht berechnen. Ist bestimmt nur ein Troll. Ich muss dran festhalten, dass das nur ein Troll ist. ...3D-World-Level. Wollen die irgendwas lesen? Ist das Absicht, dass man das nicht lesen kann? Es ist nur sehr dünn geschrieben. Finne... Was steht da? Das hier heißt Level. Und das hier? Was sind das für Buchstaben? I, H, E und K vielleicht? Was ist das denn dann? O? Macht ja keinen Sinn, es gibt ja kein Wort. Vielleicht ist das auch ein T. Odd. Other Level. Other Level.
Ach, hier darf ich es lesen, oder was? Das ist ja witzig. Sum all up. Andere Level zähl alle zusammen. Was gibt's hier? Großes Trampolin plus Spiny ist gleich Goomba hoch Goomba. Trampolin plus Spiny ist gleich 12. Ja, ich muss es mir aufschreiben, es hilft nichts. Ich muss es mir aufschreiben. 5 ist gleich Pau minus Goomba. Und Pau ist gleich Bombe plus Stachy. Was sind denn die Fragezeichen, die Ausrufezeichen boxen, weil da kommt man ja nur einmal. Halt, stopp! Ach doch nicht. Wenn man wieder zurückgeschickt wird, dann darf man die mehrmals machen. Ist gleich 4-mal. Was zum Geier ist das? Oh, dann ist Schlüssel steht doch für was anderes und das wäre dann 5-mal Schlüssel. 5-mal Schlüssel. Pau ist kleiner, 3-mal die Maus. Das heißt, jetzt muss ich anfangen zu rechnen. Mit den Informationen, die ich habe. Ich habe mir aber noch nicht alle aufgeschrieben. Also mal angenommen, Springo, das ist der große Trampolingegner, wäre 4-mal der Kleine. Dann würde man das hier rausbringen, oder? Nee, wird man nicht. Springo plus Stachy. Das ist das vierte Level, auf das ich vom Wald aus verwiesen wurde. Hi, wir suchen wieder ein Wort. Haben wir schon mal ein Wort gesucht? Ist mir nicht aufgefallen. Ich habe nur noch Zahlen im Kopf. Werde ich wahrscheinlich nicht lösen können. Ich weiß nicht, wie man sowas macht. Ich werde es mir nochmal in Ruhe angucken müssen. Nicht während der Aufnahme, es geht nicht. Also gut. Auf ein neues. Wolken. Ein hübsches Häuschen. Also CO2. Hier. Der Ausstoß aus dem Kamin. Da siehst du, das kann ich gerade noch begreifen. Wolken sind also C in diesem Level. Passt sogar. Clouds. Wolke ist C. Was sind die Fragezeichenblöcke? No. Was könnte das denn bedeuten? NO. Ist das ein weiteres chemisches Element? Vielleicht. Wahrscheinlich ist das hier, ne? Zeigt das irgendwas an? Das sind nämlich nur an bestimmten Stellen diese Dinger. Ich versuche gerade mir vorzustellen, was das ergibt. Nor? Das ist das, was Just Cook immer sagt, oder? Anstatt No, in seinem australischen Akzent. Nor! Oder so ähnlich. Ich kann das nicht. Also ist Fragezeichen gleich R. Dieser Block hier, was steht da? Vowel ist ein Umlaut. Welcher denn? Wissen wir nicht.
Ist das ein Grund, warum das aus Schlüsseln geschrieben ist? Ach so, das steht ja... Nee, warte. Egal, lassen wir mal offen. Und das hier ist Twitch. Das ist das Symbol von Twitch. Und da unten ist wieder dieser... Nee, das ist anders. Twitch.tv ist ja die Seite. Aber was könnte ich damit anfangen? Twitch. Oh, Moment. Twitch. Ja, okay, dann ist es T. Den ersten Buchstaben will er wissen. Wie nennen wir den Block? Also, Brick ist, wissen wir noch nicht. Und das hier, Beton, fester Block, Blockel, ist, was habe ich jetzt gesagt, T. Und was die Noten sind, finden wir wohl hier heraus. Oh, ich wünschte, dieses Mathe-Level wäre nicht. Das ist, Moment. A? Macht aber keinen Sinn, weil die Eisblöcke schon A sind. Also Note gleich... Vielleicht O? Oh, oder... Ich weiß es nicht. Kann alles sein. Was käme denn beim jetzigen Stand dabei raus? C... Ich weiß... C, R? Kr... Dann wissen wir nicht. Kn, A... Und dann nochmal was? Ein R. Creator? Vielleicht Creator. Ich glaube, das ist es. Creator. Okay. Und inwiefern hilft mir das jetzt? War ich hier schon drin? Was? Das war nicht die richtige Lösung. Oh, Creator! Mai53LF, das hilft mir auch nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei. Tatsache! Aber inwiefern... Hä? Oder ist das nur die Bestätigung, dass 5-3 richtig ist? 5-3? Das sind die zwei Digits aus dem letzten Level. Was ist hiermit gemeint? Was ist hiermit gemeint? Der erste Buchstabe von irgendeinem Wort mal wieder, oder? Das ist der Dick. Ist das vielleicht auch ein Hinweis? Pi. Einfach nur Pi-Pi. Vielleicht ist Pi einfach nur Pi. Nehmen wir es mal an. P gleich P. Mal angenommen, er sucht das Wort Lantern, weil hier 40 Stück davon stehen, dann wäre das hier L. Wieso muss ausgerechnet der so oft vorkommen? Der, den ich nicht weiß, sonst könnte ich mir den Rest vielleicht denken. Level? Was habe ich gesagt, ist Fragezeichenblock? Ach, weiß man nicht.
Okay, das lässt sich lösen. Na klar, okay. Das, was ich vorhin gesagt habe, alphabetische Werte zuordnen. Also A ist 1, dann ist P. Okay, jetzt muss ich kurz rechnen. Also F ist 6, sechste Stelle im Alphabet und von P aus 6 nach vorne ist P, Q, R, S, T, U, V. Also ist Fragezeichen Block V. Dann heißt das hier Level. Level Cop. Level Cope? Level Cope? Level Koppe. Level Koppe. Level Cope. Oh nein, Level Code. Weil das hier ein D ist. Das ist ein großes D. Jetzt habe ich's. Also Level Code. Alles klar. Aber in dem Level Code sind so viele Zahlen drin. Was ist das? Help? Ich brauche Help! Das ist genau das, was ich brauche. Gerade mal geguckt, ob die... Aber das sind extra Accounts, die nur für diese Level erstellt wurden. Oh mein Gott. Ist das wirklich ein Hinweis? Ach so, das sind die Hinweise für das Level, das ich gerade gelöst habe. Lantern? Schreibt man das so? Ja gut, dann hilft mir das nichts. Positions in Alphabet. Ja, das ist die Lösung. Okay. Kann man hier vielleicht testen, ob man die richtigen Zahlen hat? Also 66. 66 ist dann die Lösung für dieses Level. Nein? Manu. Er hat noch ein anderes Level hochgeladen. Ist das vielleicht auch ein Hinweis? Hoffentlich ist es ein Hinweis. Den könnte ich nämlich jetzt wirklich gut gebrauchen. Bitte. Oh. Hier kann man testen, ob man richtig liegt. Ob man die Zahlen richtig rausbekommen hat. Das ist ja wie in Grand Pooh World 2. Also könnte man hier auch durch Trial and Error alles rausfinden, wenn man einfach jeden möglichen Weg geht. Das sind aber eine ganze Menge. Da ist man ja 3 Tage beschäftigt. Also das ist wirklich nur die Notlösung. Halleluja. Ich meine, am Ende kommt eine zweistellige Zahl raus. Also können die einzelnen Summanden nicht allzu groß sein. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß einfach nicht, womit ich anfangen soll. Ich glaube, ich suche mir jetzt vielleicht mal eine raus und guck, ob ich damit den Rest ausrechnen kann. Goomba ist 1. Okay. Eine 2 gibt's nicht. Maus ist 3. Maus gleich 3. Kann ich's damit schon lösen? Ich probier's mal. Hier, Maus ist 3. Dann ist T. Warte, was? T ist 1,5. Ich dachte, es gibt nur ganze Zahlen als Lösung. Ich habe die ganze Zeit in die falschen Zeilen geguckt, ne?
Weil für den Bob-Omb, das ist ja das hier, die erste. Also ist das, was angezeigt wird, immer für das Symbol, wo man reinläuft, nicht wo man rauskommt. Was wiederum bedeutet, dass nicht die Maus 3 ist, sondern der Goomba. Goomba ist 3. Okay, Pau ist Bob-Omb plus Stachy, das heißt Bob-Omb ist Pau minus Stachy. Das ergibt 21. Ich hoffe einfach mal, das stimmt jetzt. Ich teste es nicht nochmal nach, denn jetzt habe ich alle. Jetzt zähle ich alle zusammen und komme auf 82. 82 ist die Zahl, die man aus diesem Level bekommt. Das ist definitiv nicht der richtige Lösungsweg, aber das nehme ich jetzt mal. So, jetzt fehlt mir nur noch eins. Und zwar das aus dem ersten Level. Da habe ich allerdings eine Idee. Das ist es. Levelcode. Also die 7 und die 6. 7-6 kriegt man hier raus. Und bei dem hier bin ich mir noch nicht ganz sicher. Weil das hat mich ja auf das Level geführt. Und da waren wiederum die komischen Sachen hier. Ich hoffe einfach mal, es ist 28. Zurück in Someone's Woods. Die Stunde der Wahrheit, Leute. Ich meine, wenn es am Ende nicht stimmt, dann weiß ich, wo der Fehler liegt. Nämlich im zweiten Level, aber okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt mache ich einfach mal 2 und 8. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 82. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2. Und die letzten beiden Ziffern waren 5 und 3. Genau, das habe ich ja schon getestet mit dem anderen Level. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Nein, die 28 stimmt nicht. Die 28 stimmt nicht. Da muss ich wohl nochmal hin zurück. Uff, 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 uff. Nee, das ist ja gar nicht die Zahl. Die 28 stimmt. Die 82 stimmt nicht. Natürlich, natürlich die. Natürlich die. Das war so klar. Oh, Ich hab den großen Trampolingegner mitgezählt und der kommt aber nicht vor in der Summe. Das heißt, minus 2, dann ist 80. Dann ist es nur 80. Okay. Das muss es sein. 6, 7, 8, 0, 5, 3, please. Yes? Hallo? Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Da steht zwar No, aber ich glaub's nicht. Nein. Das ist gelogen. Wrong Level? Wow. C, Y, G. Ich warte eigentlich nur darauf, dass mal so ein Level nicht mehr existiert. Strimmers. Strimmers. New Code. Ich bin kein Strimmer. Ich bin nur ein YouTuber. Bin nicht auf dem gleichen Level. Ich löse das jetzt trotzdem. Ganz allein. Ohne die Hilfe von Chat. Okay, hier gebe ich jetzt nochmal den Code ein. Den richtigen. Pow, 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 pow
Die Spannung, Leute, die Spannung. Null. Es könnte auch sein, dass man so viele stehen lassen muss. Nein? Ich krieg den Schlüssel. Ist immer noch nicht vorbei. Es ist immer noch nicht vorbei. Wir werden nie erfahren, wer someone ist. Fisch. Fisch. Es geht wieder von vorne los. Es ist wieder soweit. Was ist das? Nein. Bitte sei nicht noch mehr Levelcodes. Das ertrage ich nicht. Nummer 1. Nintendo Spy. Number 1 Nintendo Spy. Nintendo, also es geht um Streamer. Nintendo Spy. Okay, ich muss mir die anderen Räume angucken. Vielleicht ergibt das dann mehr Sinn. Was ist das denn? So ein komisches Punkt irgendwas? Ich verstehe nur Bahnhof. Die Noten sind das hier, was hier oben ist. Box. Ah! Oh! Carl Box. Okay, das ist Carl. Worauf läuft denn das hinaus? Das würde ich jetzt gerne wissen. Ach so. Ich weiß halt nicht. Kenne ich die anderen nur nicht? Wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich kenne ich die anderen nur nicht. Außer Karl. Was könnte das mit dem Fisch sein? Shield? Soll das ein Schild darstellen? Defender? Ich habe keinen Plan. Ich habe echt keinen Plan. Oder kann man hier vielleicht aus den anderen Leveln jetzt wieder was machen? Die rote Blöcke waren mal X. Sie waren aber auch mal O. Pooh? Grand Pooh Bear? Okay, Leute. Wenn ihr vielleicht draufkommt, wer gemeint sein könnte und wer von denen jetzt nun someone ist, das ist jetzt nämlich noch nicht ganz endgültig geklärt, dann schreibt's mir in die Kommentare. Ich bin raus. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.